Krise und Hass. Ja, 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 ja. Und was ist uns sagt? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Servus Jungs, was geht denn? Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch. Mein Name ist Bentastic. Freut mich, dass ihr zum heutigen Video hier bei mir einschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Jungs, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Trading-Tipp-Video. Ist schon ein bisschen her. Ich glaube sogar, das ist das erste, was ich seit FIFA 20 jetzt hier mache. Also FIFA 21 wird das hier das allererste Trading-Tipp-Video von mir. Und ich muss am Anfang dazu sagen, heute gibt's hier keine Sniping-Filter oder irgendwie ähnliches. Und ich muss auch dazu sagen, dass jeder natürlich so ein bisschen seine eigene Erfahrung damit hat. Ja, aber ich kann persönlich nur von mir aussprechen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, so kann man auf jeden Fall schnell an Coins kommen. Beziehungsweise, was kann man mit dem eigenen Team machen? Und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit in meinen Account hier und ihr seht, ich habe hier komischerweise an die 800.000 Coins hier teilweise stehen. Wie geht das? Also es ist ja bei mir so gewesen, ich habe ja ein bisschen Packluck gehabt. Ne? Also ich hatte in der fortgeschrittenen SBC hatte ich einmal Mané drin. So, und gleichzeitig habe ich mir dann Timo Werner noch zugelegt. Ne? Und das hier ist jetzt mein aktuelles Team und die Leute werden sich jetzt fragen, so, Kollege, du hast doch mal ein völlig anderes Team gehabt. Ja, ist richtig. Und da habe ich euch auf jeden Fall einen Screenshot vorbereitet. Und zwar ist das der hier. Ja, das hier ist ein Screenshot von Footbin. Und das ist zum Beispiel eine Methode, wie man zum Beispiel etwas Coins machen kann. Es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Man stellt sich ein Team zusammen. Das, was ihr hier drüben zum Beispiel seht, das hier ist mein Team gewesen, das ist mein Main-Team, ja. Dieses Team habe ich mit Absicht an einem Donnerstag bzw. an einem Freitag verkauft. Warum? Ganz, ganz einfach, ihr müsst euch immer wieder merken, freitags Beginn der Weekend League, Montag Ende der Weekend League, ja. Das bedeutet natürlich, ab einer gewissen Zeit, ich gehe jetzt mal so Donnerstagmittag, Freitagmorgen so ungefähr fangen die Leute an, ihre Weekend-League-Teams zu bauen. Das bedeutet automatisch, dass der Preis für eure Spieler natürlich steigt. Ne? Dementsprechend ist es aber natürlich auch so, dass es genau an einem Freitag der perfekte Zeitpunkt ist oder vielleicht sogar schon an einem Donnerstag der perfekte Zeitpunkt ist, dieses Team zu verkaufen. So, ich habe jetzt in dem Beispiel, habe ich jetzt mit diesem Team hier, was ihr jetzt drüben seht, habe ich jetzt diese 770.000 gemacht, ja. Wir haben Stand jetzt haben wir Montag und es ist 1.19 Uhr jetzt gerade, ja. Und ihr seht, das Team, das hat übrigens nichts mit Rodrigo oder Digne zu tun, ja, weil es geht bloß um die Karten, die bei mir tauschbar waren, ne. Daher, das Team kostet jetzt aktuell nur noch 618.000 Stand jetzt. Ja, das bedeutet im Prinzip, ich habe das Team zu einem günstigen Zeitpunkt verkauft. Zu dem Zeitpunkt, wo es mit der Weekend League losgeht, wo alle ihre Teams bauen. Dementsprechend wird natürlich der Preis höher und der Preis wird natürlich wieder weniger, wenn die Weekend League vorbei ist und die alle ihre verkaufen, weil die wollen sie Karten ja loswerden. Ne? Dementsprechend habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, mein Team wieder zu kaufen und dafür nur an die 620.000 rauszuschmeißen und ich hätte sogar noch an die 160.000, 170.000 Coins über. Was natürlich jetzt an der Anfangsphase von FIFA 21 natürlich ein bisschen arg ist, aber so will ich euch auf jeden Fall nur sagen, das funktioniert. Punkt. Beziehungsweise ist kein Punkt, ist ein Ausrufezeichen. Dementsprechend kann ich nur sagen, probiert es aus. Und ich muss sagen, diese Methode ist auf jeden Fall krass. So, was macht man aber, wenn man zum Beispiel mal kein Main-Team jetzt gerade hat, ne? So wie ich zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt gerade hier mal mit so einer Mannschaft hier rumrenne, ne?
was ja eigentlich nur ein B-Team von mir ist, ne? Hier unten Mbappé und so weiter sind übrigens alles Leihspieler. Was kann man denn zum Beispiel damit machen? Eigentlich ganz, ganz easy. Man könnte zum Beispiel eventuell, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das war. Man könnte eventuell, wenn du ein guter Spieler bist, könnte man im Prinzip versuchen, ein paar Drafts zu machen. Ja, weil auch das sind nämlich so ein paar Dinge, wo ich tatsächlich sagen muss, das sind Sachen, sowas sieht man am Anfang teilweise gar nicht. Im Einzelspieler-Draft, ein Draft kostet dich 15.000 Coins. Ja, das bedeutet, du müsstest, sagen wir mal, wenn du 3 Siege einfährst, ich gehe völlig in der Annahme, wenn du 3 Siege einfährst, kriegst du die Packs genauso wieder raus. Vielleicht sogar mit Plus. Und du kannst maximal 5 Siege holen. Dementsprechend, ihr könnt in diesen Packs auch richtig Asche machen, wenn ihr Glück habt, ne? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Was natürlich auch viele Leute unterschätzen, das möchte ich euch jetzt auf jeden Fall zeigen. Was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, sind die Squad Battles. Ja? Das ist zum Beispiel auch was, was viele zum Beispiel überhaupt gar nicht sehen. Aber was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe die Squad Battles durchgezockt bis zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, passt. Ich habe mir auch echt nicht viel Mühe gegeben, ne? Also ich habe viele Spiele auf Profi bis Weltklasse durchgehasselt und ich bin bei 23.800 Punkte und da gibt es als Rewards 11.000 Coins, Jumbo Premium Gold Pack, Premium Gold Spieler Pack. Das Premium Gold Spieler Pack ist allein schon 25.000 wert, das muss man mal an der Sache auch mal so sehen. Das Prime gemischte Spieler Set, wie gesagt, das Jumbo Premium Gold Pack und die 11.000 Coins. Das sind alles so Sachen, Leute, macht das. Macht das, um an Coins zu kommen. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Es gibt natürlich auch so Möglichkeiten, wenn ihr die Ziele jetzt zum Beispiel mal hier durchgeht. Ich muss gerade mal gucken, wo das war. Das haben der Gamer und ich zum Beispiel gemacht. Das war richtig, richtig nice. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, hier, Silberstars, ja? Ihr kriegt für diese 3 Aufgaben hier, kriegt ihr einen Inform Vytra 74, ja. Der sieht jetzt am Anfang relativ harmlos aus, aber glaubt mir Leute, ich habe mit dem gespielt, der ist absolut krank. Ja, müsst das selber mal ausprobieren, der ist absolut krank, der Typ. Wenn ihr die 3 Aufgaben hier geschafft habt, ja, dann kriegt ihr diesen Team of the Week Vytra. Und mit diesem Team of the Week Vytra, ich muss gerade mal nur gucken, wo das war, kann man dann, die Silberexperten, genau das war's. Man kann eine Aufgabe machen mit Silberspieler in Squad Battles. Ja, ihr könnt quasi die Squad Battles mit dieser Aufgabe verbinden. Und wenn ihr diese 4 Aufgaben geschafft habt, gibt es nochmal 4-mal seltene Spieler 75 plus und ein seltenes Megapack. Was, glaube ich, lass mich nicht lügen, 35.000 Coins wert ist. Also das sind alles so Sachen, wo man dann auch sagen kann, auch wenn das untauschbar ist, ja, auch wenn das untauschbar ist, ihr dürft nicht vergessen, es gibt jeden Donnerstag die Top-Partien, wo man Coins machen kann. Es gibt jeden Tag um 19 Uhr eine bestimmte SBC, die man eventuell machen kann. Das alles sind Karten, die man für SBCs brauchen kann. Ausrufezeichen. Dementsprechend, ich kann es euch nur sagen, das sind so ein paar Tipps, wo ich nur geben kann. Und ich muss sagen, ich bin mit meinen 800.000 Coins absolut zufrieden und gleichzeitig, auch das kann ich noch an der Stelle sagen, man kann sich auch weiterentwickeln, ja. Dementsprechend, man lernt immer dazu, man lernt nie aus und ich bin mal gespannt, was FIFA 21 noch für Trading-Methoden bereithalten wird. Also ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen was dazugelernt. Ob das Spiel jetzt gut ist oder nicht, ich glaube, das wird sich auch im Laufe der nächsten Wochen rausstellen. In diesem Sinne, schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare rein. Wenn ihr irgendwelche Trading-Tipps habt, von denen noch gar keiner was weiß, die total überpowered sind, in die Kommentare rein. Ansonsten, ich würde mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Über einen Abonnieren-Button. Klickt auf Abonnieren, ich würde mich sehr, sehr freuen. Und die Glocke nicht vergessen, jeden Tag ein neues Video bei mir oder ein Livestream. Morgen gibt es zum Beispiel einen Livestream bei mir. Dementsprechend, macht's gut, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder in den Karrierevideos. Bis dann, macht's gut, euer Bentastic. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.